gesagt, wir nehmen heute Abschied von Weihnachten. Die heiligen drei Könige, die Weisen sind angekommen. Es ist Zeit, die Krippe einzupacken. Gut, dann packen wir die Krippe jetzt erstmal ein. Statt durchs Land zu ziehen, aber ich denke, sie hat angenommen, dass er seinen eigenen Weg geht. Tja, und Josef, ein einfacher Handwerker, wie er wohl das Leben oder das Wunder seines Sohnes, der Geburt seines Sohnes erlebt hat, er wäre bestimmt auch stolz auf ihn gewesen und hätte das sicherlich alles sehr gerne miterlebt. Aber er ist wohl sehr früh verstorben. Das Jesuskind selbst. Für die ersten 30 Jahre hören wir ganz wenig. Sag mal, gut, wie wir beide haben. Die Hirten. Tag ein, Tag aus hüten sie ihre Schafe. Es war ein riesengroßes Wunder, was sie erlebt haben. Bestimmt haben sie immer wieder in den Himmel geschaut und weiter nach einem Stern Ausschau gehalten. Ich denke auch, dass die Hirten immer wieder an diesen beeindruckenden Abend gedacht haben, an dem ihnen der Stern erschienen ist. Und wahrscheinlich haben sie sich auch oft gefragt, was aus dem Kind geworden ist. Der jüngste Hirte, so eine Art Hirtenlehrling wahrscheinlich. Wahrscheinlich war er froh, dass er überhaupt mit durfte. Einer musste ja wirklich bei den Schafen bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass es für ihn ein riesiger Kontrast war zwischen dem Gloria der Engel, die aufgetaucht sind auf dem Feld, und dann diesem erbärmlichen Stall. Die drei Weisen aus dem Morgenland. Der erste Weise hat Gold gebracht. Bestimmt hat er sich Gedanken darüber gemacht, was dieses kleine Kind mit diesem Reichtum anstellt. Ob es reich geworden ist oder wie er das Gold verwendet hat, was er damit gemacht hat. Der zweite Weise hat die Myrrhe gebracht, der man der Kraft der Entsagung nachsagt. Ich frage mich, ob er sich vielleicht auch manchmal den Gedanken hatte, ob das Jesuskind den weltlichen Lastern wirklich standgehalten hat. Der dritte Weise. Ich bin beeindruckt von der Leistung der Weisen. Sie haben eine riesige Reise auf sich genommen. Sie haben, und zwar ohne unmittelbaren Grund, sie sind nicht geflohen, wie viele andere Menschen, schon immer im Grund, das Land zu verlassen. Sie haben auch keinen Handel getrieben, sondern sie wollten Erkenntnis.
Und das finde ich was ganz Wunderbares, dass sie all das, diese Schwierigkeiten auf sich genommen haben, nur um Erkenntnis zu erlangen. Nur bessere Geschenke hätten sie mitbringen sollen. Was Praktisches wäre besser gewesen. Naja, vielen Dank, dass Sie die Krippe schon mal eingepackt haben. Die Tiere bleiben zurück. Die Tiere bleiben immer zurück bei der Krippe, man denkt kaum an sie. Die packen wir auch mal noch ein. Vermutlich sind sie bereits gestorben, als Jesus 30 Jahre alt ist, oder gegessen worden bis dahin, was vom Tieren halt so passiert.